Genau, und mir kommt jetzt das Vergnügen vor, zu Sabine Haag anzukündigen. Einige von Ihnen haben vielleicht mit Angela McRobbie gerechnet, die leider erkrankt ist. Aber wir sind sehr glücklich, dass Sabine Haag sich bereit erklärt hat, kurzfristig zu übernehmen. Es war auch Angela McRobbies ausdrücklicher Wunsch, dass sie das bitte machen solle. Und sie wird uns ein Referat präsentieren mit dem Titel »Vom Erfolg überholt – Feministische Ambivalenzen der Gegenwart«, indem sie unter anderem über Erfolg als neue moralische Leitwährung des Feminismus spricht. Für diejenigen unter Ihnen, die Sabine Haag noch nicht kennen sollten, darf ich sie an dieser Stelle ganz kurz vorstellen. Frau Professor Dr. Sabine Haag ist Soziologin und seit 2009 Leiterin des Zentrums für interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung an der Technischen Universität Berlin. Ihre Arbeits- und Forschungsschwerpunkte liegen unter anderem in der Geschlechterforschung, der Wissenschaftssoziologie, in feministischer Erkenntnistheorie und in der Queer-Theorie, als deren Mitbegründerin in Deutschland sie unter anderem auch gilt. Sie hat zahlreiche Bücher veröffentlicht oder mitveröffentlicht, unter anderem Dissidente Partizipation, eine Diskursgeschichte des Feminismus. Das wurde hier übrigens schon signiert. Queering Demokratie, sexuelle Politiken und jetzt ganz, ganz brandaktuell gemeinsam mit Paula Irene Willer, Antigenderismus, Sexualität und Geschlecht als Schauplätze aktueller politischer Auseinandersetzung. Genau, und nach dem Vortrag von Sabine Haag wird es noch kurz Zeit für Nachfragen und Statements aus dem Publikum geben. Sie muss uns dann leider schon verlassen und kann nicht mehr mit aufs Podium, aber Sie haben dann eben noch Gelegenheit, kurz nachzufragen. Vielen Dank, Frau Haag. Ich bitte Sie aufs Podium. Ja, danke für die Einführung. Ich freue mich sehr, dass ich die Ehre habe, heute dann jetzt diese Konferenz eröffnen zu dürfen. Aus vielen Gründen, nicht zuletzt, weil das Schicksal des Feminismus mir schon lange, sehr lange an meinem politischen Herzen liegt und ich mich viel damit auseinandergesetzt habe. Es geht zurück bis vielleicht eine kleine, eher Anekdote. Das Konzept für meine Diplomarbeit, die schon viele Jahrzehnte zurückliegt, in der es um die Positionierung von lesbischen Frauen in der heterozentrischen Ordnung ging, trug den Titel »Das unmögliche Denken, das unmögliche Sagen«. Das war 1988, also diese Idee des Dare the Impossible ist schon lange in der Welt und ich freue mich, dass Sie heute hier ein so tolles Revival mit dieser Tagung erlebt. An diesem Tag, heute, 16. Oktober, über feministische Ambivalenzen der Gegenwart zu sprechen, ist natürlich auch überschattet und ich will nicht beginnen, ohne nicht kurz dazu Stellung genommen zu haben, von der erneuten Verschärfung des Asylrechts, in dem durch das Gesetz, das die Bundesregierung Asylbeschleunigungsgesetz nennt, schon als Wort ein Ungetüm, das man kaum in den Mund nehmen möchte, das von Pro-Asyl zu Recht als Integrationsverweigerungsgesetz genannt worden ist, das vom Deutschen Anwaltsverein als Verfassungsbruch bewertet wird. Ich will nur daran erinnern, dass das Bundesverfassungsgericht vor 2 Jahren in seinem Urteil zu den Ansprüchen von Asylbewerbern und Bewerberinnen gesagt hat, das darf nicht unter die Sozialhilfe-Minimum gesenkt werden, auch für diejenigen, die nur kurzzeitig hier sein werden. Das alles hat heute der Bundestag mit großer Mehrheit verabschiedet. Ich finde das eine Ungeheuerlichkeit und da gibt es ja auch viel Aktivismus und dagegen müssen wir in den nächsten Monaten noch deutlich aktiver und lauter werden. Ich bin im Vorfeld für diese Tagung von Zeit Online gefragt worden zu dieser Konferenz, warum denn jetzt eine Tagung zu Feminismus? Ist das nicht ein bisschen ein Luxusproblem?
sich jetzt irgendwie feministische Gedanken zu machen? Und hat Feminismus überhaupt was zu den Fragen von heute zu sagen? Oder sollte er was dazu sagen, zu dem, was öffentlich als Flüchtlingskrise bezeichnet wird, was ich bezeichnen würde als eine Krise der staatlichen Bürokratie und Apparate? Und versucht wird einzureden, es sind zu viele. Nein, es ist zu wenig Infrastruktur da, um mit den immer noch sehr wenigen Menschen, die überhaupt nur hier ankommen, umzugehen. Ich finde also, der Feminismus hat sehr wohl sehr viel dazu zu sagen. Ich hoffe, einiges davon wird deutlich werden, was Feminismus zu den Fragen der Gegenwart zu sagen hat. Und vor allen Dingen, draußen in der Ausstellung gibt es so eine kleine Übersicht, erste Welle, zweite Welle, dritte Welle des Feminismus, was ich im Laufe des Vortrags eine besondere feministische Sensibilität nennen möchte, die insbesondere in der Frauenbewegung der sogenannten zweiten Welle entwickelt wurde, eine besondere Sensibilität für alle Formen von Entrechtung, Entwürdigung und Gewalt, die meines Erachtens deutlich sozusagen ein feministisches Erbe ist, das wir nicht ausschlagen sollten und an das wir aktiv und engagiert anknüpfen können. Ich werde aber zunächst etwas, es ist schon angeklungen in der Einführung, vom Erfolg überholt, über Erfolg als neue moralische Leitwährung sprechen, über feministische Ambivalenzen, davon, dass Feminismus vielleicht auch ein Stück weit von seinem eigenen Erfolg überholt wurde, er in bestimmten Weisen, problematischen Weisen nicht nur zurückgewiesen worden ist, sondern auch in problematischen Weisen angeeignet wurde, mit denen wir uns eben auch auseinandersetzen müssen. Also vom Erfolg überholt, feministische Ambivalenzen der Gegenwart. Wenn es gegenwärtig, so meine ich, eine hegemoniale moralische Leitwährung gibt, so lautet deren Chiffre Erfolg. Diese Chiffre stellt längst mehr als nur die Begleitmusik dar im Prozess der Transformation, des Übergangs von Marktökonomien in Marktgesellschaften, denn sie intoniert das Leistungsprinzip, die fundamentale Gerechtigkeitsnorm moderner Gesellschaften radikal neu. Sie gibt denn, also diese Chiffre des Erfolgs, sie gibt denn auch in immer mehr sozialen Sphären, in der Politik, in der Wirtschaft oder auch in der Wissenschaft, ebenso wie im privaten Leben, das ist, glaube ich, auch sehr entscheidend, den Ton an und grundiert in steigendem Maße auch die Selbstbeschreibungen von Frauen mit Sternchen und Männern mit Stern. So jüngst in einem viel Aufmerksamkeit erregenden Interview mit der Chefin von Yahoo in US Vogue erschien, Marissa Mayer, die dort wie folgt zitiert ist: Neulich ist mir Folgendes passiert. Ich saß im Büro und stellte plötzlich fest, dass es schon mitten in der Nacht ist, dass ich ja eigentlich verheiratet bin und im 8. Monat schwanger und dass ich wohl mal nach Hause gehen sollte. Aber ich saß da, arbeitete und war einfach glücklich. Aus feministischer Perspektive gehört es dabei wohl zu den Tragiken gesellschaftlicher Dynamik, dass Frauen, denen bislang die prestigereichen Sphären gesellschaftlicher Anerkennung weitestgehend verschlossen waren, just zu jenem Zeitpunkt, da das Leistungsprinzip erodiert und eigene Leistung und Erfolg zunehmend entkoppelt werden, vehement darauf beharren, ihr eigener Erfolg verdanke sich ausschließlich der eigenen Qualifikation und Leistung. In jenem Moment also, da eines der Versprechen der Moderne, nämlich für die eigene Leistung Anerkennung zu erfahren, auch für Frauen Wirklichkeit werden könnte, ändert die bürgerliche Gesellschaft ihre Geschäftsordnung und verabschiedet sich tendenziell vom Leistungsbegriff. Im VW-Skandal können wir das ja gerade erleben. Dabei wird das als gesellschaftlicher Imperativ auftretende, aber längst ausgehöhlte Ideal des modernen Zeitalters, dass der je erreichte Platz in der Welt Ergebnis eigenen Tuns und Wollens ist, dass Leistung sich nicht nur lohnt, sondern sogar belohnt wird, gerade von den
Stefanie hat sie genannt, den jungen, bildungsaffinen Frauen im globalen Norden in nahezu reflexhafter Weise oft auch selbst propagiert, weil ihnen auch lange eingeredet worden ist, ja, geht doch alles. Unter Bundeskanzlerin kann man es doch heute nicht mehr machen. Die Mädels meiner Generation, so vor einiger Zeit vor Verabschiedung der Quote für die DAX-Vorstandssitze, sagte Katharina Wagner, Leiterin der Bayreuther Festspiele, die Mädels meiner Generation haben eine Quote überhaupt nicht nötig. Sie sind gut ausgebildet und tough im Job. Und begründete damit ihr Nein zu gesetzlichen Quoten. Zweifellos, manche Frauen sind heute sichtbarer denn je, manche Frauen. Und sie sind auch so erfolgreich wie nie. In wachsender Zahl und auch ohne Reue. Wir erinnern uns an Marissa Mayer. Ich saß in meinem Büro um Mitternacht und war glücklich. In wachsender Zahl und ohne Reue verlassen sie auch hierzulande im Land des Ernährermodells, das ihnen über zwei Jahrhunderte angediente, wie Hannah Arendt es nannte, Innere des Haushalts mit den ihnen zugehörigen Tätigkeiten, Sorgen und Organisationsformen und treten aus dem Dunkel des Hauses in das volle Licht des öffentlich-politischen Bereichs. Frauen besetzen die erste Reihe der Politik, die Katheter in den Hörsälen, sie bevölkern die IT-Labore, Finanzbörsen und internationalen Gerichtshöfe, ohnehin die TV-Mordkommissionen und Moderationssessel der politischen Talkshows, die literarischen Bestsellerlisten und die Bühnen dieser Welt. Statt des alten Dreiklangs Kinder, Küche, Kirche skandiert heute vor allem ein Ton, das Leben und die Wünsche von jungen Frauen. Und eine Studie nach der nächsten bestätigt das. Folgerichtig entschieden sich schon vor einigen Jahren in der von Jutta Almendinger für die Brigitte durchgeführten Studie nur 25% der Befragten bei der Frage, welcher Frauentyp die Zukunft unseres Landes am meisten prägen werde, für das Bild der Mutter, während 75% das der Karrierefrau wählten. Und die im Auftrag der Bertelsmann Stiftung sowie dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Jahr 2008 durchgeführten Studie Kinder und Karriere, die neuen Paare, propagiert allzeit leistungsbereite, erfolgreiche und glückliche Doppelkarrierepaare mit Kindern als Erfolgsmodell. Mit einem eigenen Zimmer, wie es Virginia Woolf einst forderte, so hat es jedenfalls den Anschein, geben sich immer weniger Frauen zufrieden. Jene Vorstellung von Freiheit, die Simone de Beauvoir vor mehr als einem halben Jahrhundert, unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkriegs, als für Frauen in weiter Ferne liegende Zukunftsvision beschrieb, nämlich ein freies Individuum sein, das sich als, so Beauvoir, als Subjekt behauptet, ein Individuum, das eigene Pläne, Entwürfe und Ziele verfolgt, dass diese Pläne, Entwürfe und Ziele immer wieder neu formuliert und dies eben obendrein als Ergebnis eigener Leistung verbuchen kann, ist für die Generation der Top-Girls, wie Angela McGorby sie genannt hat, in vielerlei Hinsicht gesellschaftliche Wirklichkeit. Und tatsächlich gab es in der Geschichte Deutschlands wohl noch nie vorher eine Frauengeneration, für die zumindest vordergründig Autonomie, Selbstbestimmung und rechtliche Gleichheit so weitreichend verwirklicht war wie für diese Generation. Danke, emanzipiert sind wir selber, titelte daher auch die ehemalige Bundesfrauenministerin Christina Schröder, denn auch folgerichtig ihre Streitschrift für den Abschied vom Diktat der Rollenbilder, wie sie es genannt hat, in der sie sich gleichermaßen und bekanntermaßen gegen die Bevormundung ihrer Generation durch, Zitat, Feministinnen und Strukturkonservative wendet. Vorgaben zu machen, wie andere zu leben hätten und woran sich ein gelungener weiblicher Lebensentwurf zu messen habe, ein, Zitat, bestimmtes Rollenbild zum Leitbild zu erheben, das für alle gelten soll, gehöre, so Schröder entschieden, in die Mottenkiste der Gesellschaftspolitik. Und in dieser entsorgt Schröder einen vermeintlichen Weltanschauungsfeminismus gleich mit.
Der habe sich schließlich ungeachtet aller Veränderungen, die er bewirkt habe, selbst, so sagt sie, als weitgehend resistent gegen Veränderungen erwiesen. Naja, ob seiner, Zitat, Gouvernantenhaftigkeit, seiner weltanschaulichen Attitüde, seiner selbstgefälligen, amazonenhaften, anmaßenden und im Kern fanatischen Haltung, Zitat Ende, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, würden daher Frauen ihrer Generation dem Feminismus die emanzipierte Schulter zeigen. Feminismus also vom Erfolg überholt. Insofern nun für die eigene Leistung Anerkennung erfahren und ein souveränes, selbstbestimmtes Subjekt werden, feministische Ziele waren, scheinen weibliche Karrieren in Wirtschaft und Politik, Wissenschaft und Kultur in der Tat zu bezeugen, dass Feminismus erfolgreich war. So sehr womöglich, dass er augenscheinlich von seinem eigenen Erfolg überholt wurde und ausgedient hat. Dies gesagt, gilt es nicht nur nach der Qualität des feministischen Erfolgs zu fragen, sondern auch, wer zur Schröder-Generation gehört. Wer kann, soll, darf ein Alpha-Mädchen sein? Wer, mit anderen Worten, wird zu welcher Art Teilhabe eingeladen? Wessen Freiheit ist gemeint? Und von welcher Art ist diese Freiheit, von der Schröder und andere sprechen? Gleichwohl auch die erste Frage, wer eingeladen ist, genauerer Bearbeitung bedarf, ist sie vergleichsweise einfach zu beantworten. Es sind, wie bereits angesprochen, gerade die jungen Frauen aus den bildungsaffinen, im globalen Maßstab wirtschaftlich prosperierenden, mit allen staatsbürgerlichen Rechten ausgestatteten, mehrheitlich noch weißen Mittel- und Oberschichten in den Wohlstandsgesellschaften des globalen Nordens, einschließlich junger Frauen aus den Eliten in einigen Ländern des globalen Südens, denen, wie Megorbi sagt, das Angebot gemacht wird, öffentlich sichtbar zu werden, die Möglichkeiten des Arbeitsmarktes zu nutzen, sich weiterzubilden, reproduktive Selbstbestimmung zu praktizieren und genug Geld zu verdienen, um an der Konsumkultur teilzuhaben, die sich ihrerseits gerade zu einem der bestimmenden Züge zeitgenössischer Modelle weiblicher Staatsbürgerschaft, so Megorbi, entwickelt. Also die Integration, die uns angeboten wird, ist eine in eine Konsumbürgerschaft. Merkels Mädchen stehen mithin nach gerade exemplarisch für diese eine Gruppe, die heute vor allem ins Rampenlicht gerückt wird und deren Potenzial es zu heben gilt. Sie sind es, die nicht nur auf ihre Chancen pochen und diese nutzen, sondern auch die, wenigstens rhetorisch, intensiv umworbenen Change Agents der Wissensgesellschaft, gleich ob es um den Fachkräftemangel oder die sogenannte demografische Herausforderung geht. Die jungen Frauen heute angetragene Freiheit durch Teilhabe an Konsum und Erwerbstätigkeit stellt sich in diesem Licht betrachtet auch als Pflicht dar. Und zwar als Pflicht zur individualisierten und zum Erfolg verdammten Teilhabe. Als Zwang, die vielfältigen Angebote, das eigene Leben in die Hand zu nehmen, auch zu nutzen. Dieses gut und umsichtig zu managen, den jeweils richtigen Zeitpunkt für Kinder, Krippe und Karriere zu erkennen, beständig an sich selbst zu arbeiten, sich nicht gehen zu lassen, nicht aus den körperlichen Fugen zu geraten, Gefühle dosiert und gezielt einzusetzen, strategische Kompetenzen zu entwickeln, keine Chance zu verpassen, sich selbst besser zu vermarkten, sozial und geografisch mobil zu sein. Und bei all dem und vielleicht sogar vor allem auch den kommerzialisierten, vielfältig medial produzierten und transportierten Anrufungen perfektionierter und optimierter, heterosexualisierter, vielleicht auch mütterlicher Weiblichkeit nachzukommen. New Deal, postfeministische Pirouetten.
Christina Schröder steht im Kontext dieser Dynamiken nicht nur exemplarisch für die historische Positionierung bestimmter junger Frauen heute, für die Art und Weise also, wie sie in die heterogen und ungleichzeitig verlaufende gesellschaftliche Entwicklung der Spätmoderne hineingenommen werden. Denn Schröder verkörpert auch eine exemplarische, dieser Zeit und Dynamik durchaus angemessene feministische Haltung. Wir haben also nicht nur Zurückweisungen von Feminismus, sondern wir haben auch, wie gesagt, problematische feministische Aneignungen. Diese äußert sich gerade eben nicht in ausschließlich dezidierter, gar apodiktischer Ablehnung feministischer Positionen. Schröder und andere sind durchaus bereit anzuerkennen, dass FeministInnen früherer Generationen genau das erkämpft haben, wovon ihre Generation profitiert, namentlich jenen Zuwachs an Freiheitsgraden, der darin besteht, so noch einmal Christina Schröder, dass Frauen ihre Biografie heute zumindest in der Theorie genauso frei wie Männer planen können. Sie sich also prinzipiell eigene Zwecke setzen und eigene Ziele verfolgen können. Doch um dies als Erfolg anerkennen zu können und auch um sich in einer vermeintlich entideologisierten Weise das viel geschmähte F-Wort aneignen zu können, scheint es der Ex-Ministerin unumgänglich, sich zunächst von einem chimärenhaften und ideologisch aufgeladenen, weltanschaulich verbiesterten Feminismus zu distanzieren. In dieser Schröderschen Pirouette, der subtilen Bewegung der simultanen Bezugnahme auf und Zurückweisung von Feminismus, zeigt sich die einst vor schon mehr als 20 Jahren von der feministischen Philosophin Sandra Harding beschriebene Furcht, sich als Feministin zu bezeichnen oder als solche wahrgenommen zu werden. Eine Furcht, um die Schröders Parteikollegin und erste Vorgängerin im Amt, Rita Süssmuth, längst wusste. Dass nämlich, so Süssmuth vor rund 15 Jahren, das Wort Selbstbestimmung in Verbindung mit Frauen immer noch ein Reizwort, eine Provokation sei. Mache es doch den Kern einer eigenständigen, freien Existenz aus. Betrachten wir Schröders Pirouette in diesem Süssmuthschen Licht, so wird deutlich, was hier noch auf dem Spiel steht. Der Verlust von Anerkennbarkeit nämlich. Denn insofern Feminismus eine Chiffre für weibliche Freiheit und Selbstbestimmung ist und insofern dieses Wort, wie Süssmuth sagt, dieses Wort Selbstbestimmung in Verbindung mit Frauen immer noch ein Reizwort, eine Provokation darstellt, dies Werte sind, die letztendlich mit Weiblichkeit unvereinbar scheinen, riskiert jede Frau, die mit diesen Werten, also auch mit Feminismus, in Verbindung gebracht wird, aus dem Schema der Anerkennbarkeit herauszufallen. Was hier droht, ist der Verlust der Anerkennbarkeit als Frau, als Geschlecht, als heterosexuelle Frau, sofern sie sich zu eindeutig zu diesen Werten bekennt bzw. damit assoziiert wird. Und gerade das ist womöglich eine Gefahr, die vielleicht vor allem die Generation der Merkel-Mädchen für sich erkannt haben. Als jenen, denen nicht nur Macht und Autonomie vermeintlich naturwüchsig zugefallen sind, sondern auch das feministische Erbe der Infragestellung und Umarbeitung von Weiblichkeit. Vielleicht aber vor allem das schwierige Erbe der Anfechtung der heterosexuellen Matrix. Nur so erklärt sich etwa jenes Phänomen, das Angela McGorby postfeministische Maskerade genannt hat. Nämlich, dass nachgerade obsessive Beharren heute junger Frauen in den kommerzialisierten Versionen von Weiblichkeit nicht Zwang, sondern Freiheit zu sehen. Und so wird dieses Phänomen verständlich als Ausdruck des Wunsches, als zwar emanzipiert, aber dennoch immer noch begehrenswert erkannt zu werden. So bekundete eine Mitarbeiterin des Gleichstellungsbüros der Universität Wuppertal vor einigen Jahren im Berliner Tagesspiegel, Zitat, sie fühle sich in ihrer Weiblichkeit wohl. In, Zitat, knappen Outfits, Make-up und Kleidern sehe sie keinen Widerspruch zu ihren Forderungen, muss sie ja auch nicht, und beabsichtige folglich Politik, zwar im Geiste von Alice Schwarzer, aber mit Make-up und Minirock betreiben zu wollen.
Eine Brustvergrößerung, fährt sie fort, sei daher auch kein Politikum, sondern die freie Entscheidung einer Frau, wozu sie jedes Recht der Welt hat. Man kann, so wiederum Judith Butler, in der Kritik jener Begriffe, die die eigene Existenz sichern, nicht zu weit gehen. Hatte also die erste Frauenministerin der BRD, Rita Süssmuth, noch erklärt, Feministin zu sein, sei das Mindeste, was eine Frau tun kann, scheute die neunte Bundesfrauenministerin, Christina Schröder, in ihrer Amtszeit keine Mühe, deutlich zu machen, dass sie mit einem vorgeblich Männer- und letztlich auch Frauen bekämpfenden weltanschaulichen Feminismus nichts zu schaffen hat. Indem sie sich von einem solcher Art gerahmten Feminismus distanziert, der zudem die von ihr als naturgegeben behauptete Ordnung heterosexueller Zweigeschlechtlichkeit anzweifle, sucht sie sicherzustellen, dass sie selbst noch immer eine Frau ist, genauer als solche anerkennbar ist. Und zwar eine Frau im zwar neoliberal modernisierten, gleichwohl immer noch patriarchal heteronormativ organisierten Gefüge verankerte Frau. Eine Frau, die Autonomie, Macht und gleiche Teilhabe beansprucht, zu Recht beanspruchen darf, die aber zugleich versichert, dies sei für alle Beteiligten eine reine Win-Win-Situation. Eine Frau obendrein, die den heterosexuellen Kontrakt nicht in Frage stellt und dessen zentrale Klausel die Zugewandtheit und Zugehörigkeit der Frau zum Mann akzeptiert. Ein geschlechterpolitischer New Deal also. Gleichheit, ohne dass die Machtfrage zwischen den Geschlechtern gestellt werden muss, vorgeblich zu haben, ohne Umverteilung von Macht und Ressourcen zwischen ihnen, innerhalb der gegebenen gesellschaftlichen Verhältnisse und ohne radikale Umgestaltung heteronormativ organisierter Geschlechterverhältnisse und Arrangements. Zu haben allerdings nur um den Preis der aktiven nicht zur Kenntnisnahme des Kleingedruckten. Die erneute Befestigung heterosexualisierter Geschlechternormen, die Grenzen der geschlechtlichen Anerkennbarkeit, die Gitter der Lesbarkeit, wie Butler es genannt hat, neu organisieren. Zu haben aber auch nur um den Preis der Ausblendung etwa jener Tatsache, dass der Auf- und Einstieg der Frauen in die herrschenden Klassen im Westen mit der Intensivierung vergeschlechtlichter, rassifizierter internationaler Arbeitsteilung zusammenhängt. Von solchen Zusammenhängen, so steht zu vermuten, will Christina Schröder bis heute nichts wissen. Auch Ignoranz gegenüber den enormen feministischen Anstrengungen der vergangenen Jahrzehnte, patriarchale Verhältnisse und Verhinderungen, wie Ute Gerhardt es schon 1978 genannt hat, im Leben von Frauen und Männern zu verstehen und zu beseitigen, scheint ihr als Haltung legitim. Wir haben es derzeit also, mit anderen Worten, mit einer gesellschaftlichen Konstellation zu tun, die wesentlich davon bestimmt ist, dass Post-Second-Wave-Kräfte daran arbeiten, Feminismus als heteronormativ fundiertes, liberal eingefärbtes, neobürgerliches Eliteprojekt zu reformulieren und ihn als Teil dessen zu reartikulieren, wie wir auch geschlechtlich regiert werden. Zugleich betreiben die zum Teil selben gesellschaftlichen Kräfte aktiv die Desartikulation von Feminismus als mehrdimensionale, klokale, vielstimmige und oft auch inkongruente und widersprüchliche kollektive politische Praxis von unten. Und in der Tat erleben wir gegenwärtig, wo zum ersten Mal in der Geschichte Feminismus nicht allein als eine Kraft, die getragen wird von einer sozialen Bewegung, die soziale Bewegung ist, also eine Kraft, die von unten agiert, sondern auch als Bewegung von oben. Kurzum, Feminismus ist in der Tat in bestimmter Gestalt Teil gouvernementalen Regierungshandelns geworden. Das mag auf den ersten Blick nicht neu erscheinen. Gerade zentrale feministische Politikfelder, Sexualität, Reproduktion, Gewalt, Lebensweisen, Erwerbsarbeit sind ohnehin immer schon Gegenstand staatlicher Regulierung gewesen. Eine Fülle von nationalen Gesetzen und Verordnungen, die die Gleichstellung der Geschlechter zum Ziel haben, eine international stetig wachsende Zahl von Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen, die mit der Durchsetzung von Frauenrechten befasst sind, supranationale und nationale Politiken des Gender Mainstreaming bestätigen diese Entwicklung. Die feministischen Anliegen sind in dieser Gestalt längst für alle Mitglieder der Gesellschaft Teil der unhintergehbaren historischen Objektivität, Teil institutioneller Vorgaben und institutionellen Handelns geworden
und damit Teil dessen, wie wir regiert werden. Und wenn wir die Anti-Gender-Angriffe verstehen wollen, müssen wir das mit in den Blick nehmen. Feministische Ambivalenzen der Gegenwart. Ein Fazit. Kommen wir zur zweiten Frage. Von welcher Freiheit sprechen wir und von welcher Qualität ist der feministische Erfolg? Wurden über die partielle Inklusion weiblicher High Potentials hinaus die patriarchalen tiefen Strukturen bürgerlicher Gesellschaften verändert? Oder dienten, wie Nancy Fraser vor einigen Jahren argumentierte, die kulturellen Veränderungen, die die neue Frauenbewegung in Gang setzen konnte, nicht zugleich der Legitimation eines strukturellen Umbaus der kapitalistischen Gesellschaft, der den feministischen Visionen einer gerechten Welt diametral zuwiderläuft? Was also ist geworden aus den feministischen Visionen einer anderen Gesellschaft? Der Feminismus von Typ Schröder stellt sich hier als ambivalentes Projekt dar, das sich erstaunlich gut einfügt in das medial forcierte Amalgam aus der Diskreditierung von Gender Mainstreaming und feministischer Geschlechterforschung, der Entdeckung von Jungen und Männern als den wahren Opfern der feministisch inspirierten Modernisierung sowie einer Wiedererweckung soziobiologischer und evolutionärer Denkweisen, die unhintergehbare Unvergleichlichkeit der Geschlechter betonen. Er trägt zudem dazu bei, dass es heute möglich ist, Feminismus insgesamt zu reartikulieren als Emblem westlicher Freiheit, das gegen einen als patriarchal, frauenfeindlich und antiwestlich identifizierten Islam in Stellung gebracht wird. Und nicht zuletzt fügt er sich ein in jenes Dispositiv, das einen neuen postwohlfahrtsstaatlichen Gesellschaftsvertrag zum Ziel hat und der wiederum, wie wir gesehen haben, ohne einen modernisierten Geschlechtervertrag nicht auskommen wird. Dazu scheint es unabdingbar, radikal-feministische Interventionen in einen und Kritik an einem heteronormativ gerahmten Geschlechtervertrag mindestens als Teil einer hinter uns zu lassenden Geschichte zu entwerfen, tatsächlich sogar als Teil einer insgesamt lächerlich zu nennenden historischen Episode zu diskreditieren. Übrig bleibt hier nur das Zerrbild eines lustfeindlichen, sklerotischen, männerhassenden und notorisch zensierenden Feminismus. Was dagegen als unzweifelhaft voraussetzungsvolles und oft auch schwieriges Erbe aktiv ausgeschlagen wird, ist das, was den Feminismus der zweiten Welle politisch, intellektuell und emotional ausmachte. Das Begehren nach Freiheit und Glück, die Leidenschaft für Teilhabe an der Welt und die Einmischung in Welt. Die Bereitschaft von dieser Welt und dem, was sich in ihr ereignet, berührt und bewegt zu werden. Sensibilität für die vielfältigen Weisen von Entwürdigung und Entrechtung, Entfremdung und Isolation, für die vielen Gestalten körperlicher und emotionaler Versehrung. Der Anspruch auf Selbstbestimmung, Gleichberechtigung und Würde, die Verknüpfung von individueller und gesellschaftlicher Emanzipation, die Überwindung der Herrschaft von Männern über Frauen, aber auch von Männern über Männer und der Kampf gegen jegliche Form von Unterdrückung und Gewalt. Das andauernde Ringen darum, ebenso wie das vielfältige Scheitern daran, die komplex organisierten intersektionalen Gefüge globaler, sozialer und politischer, ökonomischer und kultureller Ungerechtigkeit sowie die daraus resultierenden Sets von Privilegien einerseits, Diskriminierungen andererseits nicht nur angemessener zu verstehen, sondern auch außer Kraft zu setzen. Die Einsicht darin, dass Feminismus immer auch in die Kämpfe seiner Zeit verwickelt ist und Frauen auch KonstrukteurInnen der Verhältnisse sind, in denen sie leben. Frauen also keineswegs nur ausgeschlossen, sondern immer auch aktiver Teil hegemonialer Herrschaftskonstellationen sind. Folglich weder die Frauen noch der Feminismus politisch je unschuldig waren oder sind. Das Wissen mithin um die Notwendigkeit, Rechenschaft darüber abzulegen, wie Welt und Sozialität imaginiert, geformt und aufrechterhalten werden. Die Bereitschaft, immer wieder aufs Neue zu fragen, wem und welchen Kämpfen Feminismus Rechnung trägt, wer wie ein- und ausgeschlossen wird, von wem aus feministisch gedacht und gehandelt wird, wessen und welches Handeln ermöglicht und wessen und welches Handeln verunmöglicht wird. Und schließlich die Frage zu stellen und sich stellen zu lassen, welche Erfahrungen und welche Körper, welches Begehren und welche Bedürfnisse,
welche Gefühle und welche Seinsweisen, welche Verwandtschaften und welche Familiaritäten lebbar sind und welche nicht. Und auch welche Allianzen über die Grenzen des Geschlechts hinweg ermöglicht und welche sabotiert werden. Wege zu finden, wie dieses Erbe anzutreten wäre, stellt eine der Herausforderungen feministischen Denkens und Bewegens im 21. Jahrhundert dar. Vielleicht die Herausforderung. Insofern Feminismus, und damit komme ich zum Schluss, die Fähigkeit zu der dafür nötigen Reflexion und Revision auch grundlegender eigener Annahmen und Perspektiven, dabei vor allem den widersprüchlich organisierten gesellschaftlichen Erfahrungen von Frauen und dem oft konflikthaften Dialog mit den anderen des feministischen Diskurses verdankt, kommt es vor diesem Hintergrund mehr denn je darauf an, das Bündnis mit anderen macht- und herrschaftskritischen Bewegungen zu suchen. Und dies, um Dominanzkultur, mit dem Begriff von Birgit Rommelsbacher, in all ihrer widersprüchlichen Komplexität eben nicht nur besser verstehen zu können, sondern vor allem, um sie so zu verändern, dass auch jene Subjekte, wie Judith Butler geschrieben hat, jene Subjekte, die leben, aber noch nicht als Leben betrachtet werden, im Leben gehalten werden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Sabine Haag, für diesen aufrüttelnden, sehr mitreißenden und packenden Impuls. Ein toller Auftakt für diese Veranstaltung. Jetzt gibt es noch Möglichkeiten für das Publikum zu reagieren, zu kommentieren, vielleicht auch einfach nachzufragen, wenn was nicht ganz klar war. Wir können uns auch noch kurz hier hinsetzen. Da gibt es auch noch ein Mikrofon. Ja, also wie gesagt, Sabine Haag muss uns dann leider verlassen und kann nicht bei der Talkrunde bleiben. Von daher ist jetzt die Möglichkeit, da nochmal nachzuhaken, nachzufragen, zu kommentieren. Es gibt auch Saalmikros. Sie müssen sich nicht die Seele aus dem Leib brüllen. Ja, da hinten sehe ich eine Frage in der letzten Reihe. Ganz hinten. Ich wollte nur fragen, was denken Sie, inwieweit ist die historische Perspektive noch relevant? Besteht nicht Gefahr, dass der Feminismus in den ganzen Bewegungen, die derzeit wieder in eigenständiger Dynamik sich permanent sozusagen multiplizieren, dass man die historische Perspektive und diese kostbare Tradition auch verliert und dass dann eben gerade diese Wildwüchse, die Sie beschrieben haben, als Beispiel Frau Schröder, möglich sind oder werden und ob es nicht wichtig ist, Aufklärungsarbeit an der Substanz zu leisten und wirklich die gesamte Geschichte des Feminismus mit sehr viel Respekt, wie man beispielsweise auch Kompositionsprinzipien vermittelt von Lehrer zu Lehrer und mit Beispielen des Gegenwindes, wie wurde 1912 eine feministische Äußerung von der Männerseite aufgenommen, dass man an dieser inhaltlichen Arbeit vielleicht noch weiter fortführt, weil ich jetzt auch gesehen habe, die nächsten 4 Tage findet so ein Seminar gar nicht statt, ist nicht die Gefahr, dass man zu popkulturell wird und so sehr angepasst an die Bedürfnisse, möglichst wenig Informationen und möglichst prägnante, aber auch sehr spitze Informationen loszuwerden, ist die Tradition dazu langweilig geworden. Ja. Ich weiß nicht, ob die Tradition zu langweilig geworden ist. Es liegt natürlich auch an uns, die Tradition in all ihrer Vitalität lebendig zu halten und an sie zu erinnern. Ich sehe die Gefahr sehr wohl, das stimmt schon. Das erlebe ich zum Beispiel in meinen eigenen Lehrveranstaltungen, in der ich immer sehr bewusst versuche, sogenannte klassische Texte, vielleicht schon ein bisschen ältere Texte, und für viele Studierende sind ja oft Texte, die
älter als 5 Jahre sind, ja schon Sachen, die sind ja schon aus einem anderen Zeitalter, was man eigentlich nicht mehr zur Kenntnis nehmen muss. Um es an einem Beispiel zu machen, ich habe im vergangenen Semester in meinem Seminar zu feministischer Theorie, das auch immer noch so heißt und das immer so geheißen hat, die Manifeste von Lori Penny mit den Manifesten der späten 60er und frühen 70er zusammengelesen, Schule mit Firestone und andere. Und die Studierenden sind dann sehr überrascht, dass es doch da irgendwie schon Texte gab vor Lori Penny, die so mal ziemlich radikal auf die Pauke gehauen haben. Also man kann das auch für junge Leute heute spannend und interessant gestalten, und die sind dann da auch rausgegangen und haben sich mit großem Vergnügen auf noch andere Texte der früheren Zeit gestürzt. Die neue Frauenbewegung hat ja auch genau diese Erfahrung gemacht, gerade die feministischen Historikerinnen, als sie angefangen haben, sich mit Frauengeschichte zu beschäftigen, feststellen, oh, es gab schon mal nicht nur Frauenbewegung, sondern es gab schon mal zum Beispiel eine radikale Frauenbewegung Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, und das Wissen darum, inklusive der Texte, war vollkommen verschüttet und musste mühsam wieder angeeignet werden. Wir haben heute deutlich bessere Möglichkeiten, das feministische Erbe zu bewahren, aber das müssen wir auch tun. Ja. Gibt es weitere Fragen? Sonst hätte ich auch mal eine kurze Zwischenfrage, wenn ich jetzt schon die Gelegenheit dazu habe. Sie haben das sehr schön beschrieben, dass es an Beispiel von Christina Schröder, dass es diese Bewegung der Desavouierung des Feminismus immer noch gibt. Also dieses sozusagen nicht begehrenswert werden durch den Feminismus. Aber auf der anderen Seite gibt es ja diese Vereinnahmung nicht nur durch neoliberale Paradigmen und Strategien, wo dann sozusagen die Arbeitskraft natürlich komplett verwertet werden muss. Aber andererseits gibt es ja auch so Entwicklungen wie Choice-Feminismus, wo sozusagen das Label, das geächtete Label Feminismus fröhlich umarmt wird und dann aber mit allem aufgefüllt wird, was einfach einen Alltag ausmacht und als feministisch gelabelt wird. Ja? Also wie passen diese beiden Bewegungen, die so gegensätzlich zu sein scheinen, aber doch zusammenhängen, wie passen die für Sie zusammen? Ja, mit dem Choice-Feminismus habe ich mich jetzt selber noch nicht so viel beschäftigt, aber spontan würde ich mal sagen, dass er ja eigentlich ziemlich gut da reinpasst, nämlich genau auch in das, was Megorbi schreibt, das Angebot, was den jungen Frauen im globalen Norden gemacht wird, ist eins auf Partizipation an der Konsumkultur. Und dann, wenn das sozusagen der Ausweis wird, wie man voll inkludiert ist, dass ich wählen kann zwischen dieser Tasche und jener Tasche, dann kann ich natürlich auch schon den Kauf einer Handtasche als feministische Handlung labeln. Das ist doch super cool irgendwie, ne? Weil es ist ja auch so super bequem. Ja, da hinten sind noch 2 Meldungen im hinteren Drittel. Okay. Bitte doch das Mikro, weil wir einen Livestream haben. Da ist es schon, danke. Ich würde gerne deinen Vortrag nochmal nachlesen. Ist der schon im Netz oder kommt er ins Netz? Oder ja? Danke. Die Nebensitzerin hatte auch noch eine Anmerkung. Ja? Hallo. Vielen Dank für diese vielschichtige und mich total beeindruckende Analyse. Meine Anschlussfrage, die zugegebenermaßen schwierig zu beantworten ist, ist für mich, wenn ich das jetzt alles sehe und verstanden habe, was Sie gerade gesagt haben, wie sieht dann feministisches Handeln für mich heute aus? Also zwischen Popfeminismus und... Also wie sieht Ihre eigene Lösung vielleicht aus? Ja, das ist natürlich was wir nur alle gemeinsam beantworten können. Ich kann mich jetzt zurückziehen, und das werde ich jetzt auch tun, auf die auf die Position der Theoretikerin, die natürlich erstmal sagt, Teil des feministischen Handelns aus meiner Sicht ist eben erstmal, dass wir auch über unsere eigene Verwickeltheit in gesellschaftliche Dynamiken sehr genau nachdenken und daraus
dann hoffentlich die richtigen Schlüsse ziehen. Nicht immer schon glauben, wir sind auf der richtigen Seite, wir sind auf der, vielleicht auf der Opferseite oder auf der Seite derjenigen, die sowieso nicht teilhaben an dem, was gesellschaftlich passiert. Und was dann sozusagen konkret feministische Aktion sein kann, ist was, was wir nur gemeinsam herausfinden und auch entscheiden können. Was Feminismus sicherlich Feministinnen mit aller Geschlechter noch mehr tun können, ist, sich aktiver einzumischen und sich auch als Feministinnen einzumischen. Es ist ja schon so, das ist ziemlich schwer natürlich auch immer, das wurde ja eingangs auch von Stefanie Lohaus und Barbara Unmüßig schon gesagt, sozusagen die mediale Gummiwand da zu durchbrechen, ist nicht immer so einfach. Aber, und es gibt ja auch vielfältige Aktivitäten, die Ausstellung hier draußen ist ja schon mal ein Beispiel dafür, sich nicht dafür scheuen, sich auch als Feministin zu positionieren und sich einzumischen, egal bei welchem Thema sozusagen. Und damit zu reklamieren, dass jedes Thema ein feministisches Thema ist. Da hinten war noch eine Meldung, ja? Ich hatte eine Anmerkung und eine Frage. Dieses Thema, das schließt sich im Prinzip dem an. Also mich nervt dieses Beurteilen untereinander, was feministisch ist oder was nicht ist, tierisch. Also mich nervt es tierisch, dass eine Freundin sich in gewissen Kreisen nicht traut zu sagen, dass sie gerne backt oder die Farbe rosa mag. Oder dass andere Leute sagen, wenn ich Feministin bin, muss ich BHs verbrennen und lila Latzhosen tragen. Also mich stört es auch, dass anderen aberkannt wird, ob sie jetzt Feministin ist oder nicht. Und ich kann mich daran erinnern, dass Lori Penny, die habe ich in Köln gesehen, dazu gesagt hat, und wenn Beyoncé sich dahinstellt und sagt, dass sie Feministin ist, habe ich nicht das Recht, ihr das abzuerkennen, nur weil ich das vielleicht nicht für mich so sehe oder es nicht mein Feminismus ist. Aber sie hat ja als Frau in einer Zeit, wo sich als Feministin zu outen auch schlecht sein kann, viel zu verlieren gehabt. Und deshalb sollte man zumindest anerkennen, dass sie es tut. Das ist nur so ihre Meinung dazu gewesen. Und ich hatte die Frage, ob ich das Buch Top Girls, wo Angela McRobbie diese große Analyse mache, als Ergänzung zu Lori Pennys Feminismus in Kapitalismuskritik sehen könnte oder ob das konträr dazu läuft. Also da würde ich eher sagen, umgekehrt, man kann vielleicht Lori Penny als Ergänzung zu Angela McRobbie sehen. Und zu dem ersten Punkt mit dem Urteilen. Es ist sicherlich richtig, dass es einem nicht zusteht zu sagen, du darfst es aber nicht dann für dich in Anspruch nehmen, dich Feministin zu nennen. Was wir aber sehr wohl brauchen, und auch da, denke ich, können wir entschiedener, präziser und auch radikaler in unserem Denken wieder werden. Wir müssen sehr wohl Unterscheidungen treffen. Nicht überall, wo Feminismus draufsteht, ist Feminismus drin. Ein Feminismus, der sich wie jetzt, es ja vielerorts plötzlich gibt es überall neue Feminismusfreunde und Freunde der Gleichberechtigung und auch das Wort Patriarchat geht wieder, wie gesagt, vielen flüssig von den Lippen. Das ist natürlich immer woanders entdeckt und gefunden. Also diese Art sozusagen des Reklamierens zum Beispiel von Feminismus in Dienstnamen im Sinne sozusagen anti-islamischer, anti-muslimischer Positionierung, das wäre für mich nicht feministisch. Und da finde ich, ist es sehr wohl wichtig, dass wir da auch in einen entschiedenen Diskurs miteinander treten. Und Hannah Arendt hat mal gesagt, wir brauchen mehr Mut zum Urteil. Das ist, glaube ich, auch eine Tugend, die der Feminismus sich neu oder wieder aneignen und zurückerobern könnte. Okay, ich glaube, wir haben jetzt noch Gelegenheit für ein oder vielleicht zwei ganz schnelle Fragen. Dann müssen wir Frau Haag leider auch schon wieder entlassen von diesem spannenden Podium. Da sind noch zwei Wortmeldungen. Ja. Gut, aber einleitend haben Sie ja auch Bezug genommen auf die DAX-Konzerne.
Und dass das, da würde man doch auch sagen, das ist jetzt eine Frage an Sie, da wird ja auch das Patriarchat entdeckt in den DAX-Konzernen. Ich vermute, Sie meinten nicht die Vorstände, sondern die Aufsichtsräte. Und was ist das jetzt auch gegen Patriarchatskritik sozusagen gelebte? Wie würden Sie das einordnen? Sie haben es ja erwähnt, die Frauenquote in den Aufsichtsräten, sage ich jetzt mal. Du kannst ja gleich. Soll ich gleich anschließen? Soll ich? Ja. Also ich fand das sehr schön. Und diese Analyse trifft natürlich jetzt moderner sozusagen auf das, was Christel Eckardt schon vor 20 Jahren die Tücken des Erfolgs des Feminismus genannt hat. Aber ich bin genauso ratlos wie einige andere hier. Was ist Ihre Positionierung? Ich denke, wir brauchen nicht nur Mut, um zu reflektieren, also zur Selbstreflexion oder Kritik, nicht nur Mut zur Einmischung, sondern vielleicht auch Mut zum Streit. Denn ich finde es ganz wichtig, dass es verschiedene Positionen innerhalb des Feminismus gibt und wer sagt, welche richtig ist, ja, antimuslimisch, anti, ich weiß nicht was, ja, man muss auch streiten können und die Probleme sind so komplex, dass wir es uns nicht leisten können, vor Vereinnahmung ständig die Schultern einzuziehen, sondern wir müssen, finde ich, offensiv streiten und meinetwegen auch verschiedene Wege gehen. Also ich wäre jetzt dankbar für eine Selbstpositionierung, denn Sie sind ja nicht nur Theoretikerin, sondern Feminismus zeichnet sich ja immer aus durch die Zweibeine, Theorie und Praxis. Ja, also der Mut zum Urteil setzt den Mut zum Dissens und zum Streit voraus. Nur darüber können wir sozusagen auch Positionen schärfen und genau entscheiden, welche Positionen emanzipatorische Positionen sind und welche etwa schröder'sche Positionen, die letztendlich ja, ich sage es jetzt mal platt, systemkonforme Positionen sind. Ich bin jetzt selber ein bisschen ratlos mit der Aufforderung, mich zu positionieren. Ich habe den Eindruck, ich habe das eigentlich ziemlich deutlich getan, sowohl theoretisch wie politisch, für welchen Feminismus ich stehe und weiß jetzt nicht, was ich darauf jetzt in den 30 Sekunden, die wir noch haben, nochmal sagen könnte. Er sollte. Genau. Ja, bleibt mir auch zu danken und es tut mir wirklich sehr leid, dass ich weg muss. Es war eine Verpflichtung, die ich schon vor vielen Monaten eingegangen bin, die ich jetzt schon so ein bisschen nach hinten geschoben habe, weswegen ich leider für den Rest des Abends nicht bleiben kann. Ja, also wir freuen uns sehr, dass Sie überhaupt die Zeit gefunden haben, so kurzfristig einzuspringen und diesen tollen, packenden Input als Auftakt zu liefern. Und ja, danke Ihnen auch nochmal recht herzlich.